Moin zusammen, wir spielen jetzt ausnahmsweise mal mit drei Beweisen, weil wir haben noch eine Daily zu erledigen, in der es heißt, wir brauchen eine Spiritbox-Antwort. Ja. Wenn man mit null Beweisen die ganze Zeit spielt, ist ja klar, dass man sowas nie kriegt. Hier, die hier. Oh, und wir brauchen eh noch einen Knochen, das passt ja. So, EMF, Motion Sensor, Kruzifix, die Aufgaben sind eigentlich okay. Müsste machbar sein. Breaker ist im Keller, dann rein da mit drei Beweisen ausnahmsweise. So. Hallo Willow. So, dann marschieren wir hier einmal rein. Ach ja, wir brauchen auch noch einen Knochen für die Daily. Na, den kann sie ja suchen. Obwohl, Willow hat mir in letzter Zeit auch öfter mal Probleme gehabt, den Knochen zu finden. Ja, es ist eine kleine Map, verdammt, aber ich weiß nicht. Manchmal sind die wohl out of bounds gespawnt oder irgendwie sowas. Da hatten wir einfach nur Pech gehabt. Das kann natürlich auch sein. Also vor ein paar Wochen war das so, dass wir wirklich Probleme hatten, hier den Knochen zu finden. Bitte Geist, sei nicht im Keller. Okay, Knochen ist im Keller, linker Lagerraum. Ich mache da das Licht an und lasse da die Tür auf. Okay, Ghosty, are you here? Give us a sign. Are you here? Show us. Are you here? Wollen wir wetten, der Ghost. Der Geist hat gleich eine Fähigkeit und wir brauchen die Beweise alle nicht. Ja, okay. Ich habe dir das Licht da angelassen in dem Raum. Wo kam das Whisper her? Wenn du jetzt an der Tür stehst, an der Haupttüre, Richtung Küche da, geradeaus halt. Ja, es könnte auch hier sein. Die Tür hier ist offen. Ghost, are you here? Give us a sign. Are you here? Show us. Gucken, ist hier irgendwas geworfen worden? Das scheiß Versteck. Wir müssen auch noch nach Verstecken gucken. Hoffentlich haben wir hier ein gutes. Ghosty, are you here? Perfekt, schönes Versteck. Moment mal, war das gerade Atem? Oder war das nur von meiner Lampe jetzt der Schimmer? Sehr schön hier. Der Brecki ist aus. Kannst du ihn bitte anmachen? Du bist ja gerade im Keller. Danke. Versteck ist hier hinten beim rechten Schlafzimmer. Und ich glaube, der Geist ist hier hinten irgendwo. Ich habe gerade was fallen hören. Moment mal, aber wo? Okay, hier drin nicht. Hast du. Ich habe hier gerade irgendwo was fallen hören. Ah, es könnte auch im Bad gewesen sein, eventuell. Es klang nämlich nach so einer Dose oder so, nach Plastik. Ja, hier im Bad hat eine Flasche geschmissen, nimm den Klo. Ja, so klang das nämlich auch nach so einem Plastikding. Okay, dann alles da aufbauen. Buchgesicht schnell rein, Thermo da rein. Ich bringe Kruzi da rein und Dotzis. Kruzis, Kamera und Dotzis. So. Also Buchgesicht rein, Thermo da rein und vielleicht ein Glowstick noch dahin. Okay, es war die Laterne. Haben wir hier einen Orb? Oder bist du in der Küche? Nee, ich sehe hier nichts. Okay. Die packen wir hier trotzdem mal. Wir machen trotzdem wie bei den Null-Beweis-Dingern. So, Klokamera. Alex, immer so klein, da passt doch alles rein. Jetzt kurz, das deckt noch den ganzen Bereich davor mit ab. Okay, wir haben jetzt keine Orbs. Ich nehme mir mal Salz mit. Jetzt muss man natürlich wieder mehr aufbauen hier, ne? So, Thermo. Das war die Tür zweimal, ne? Ja. Buchgesicht! Keine Fingis. Okay, Ghost Riding. Okay, Thermo liegt drinne. Wo habe ich die Spritbox? Du kannst noch Bewegungssensoren bringen. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here? Ach, scheiße, es ist kein Spiritbox-Geist, weil der ist gerade vor meiner Nase durch den Sensor gelaufen. Zweites Buch. Ach, schade.
wäre ja auch so schön gewesen. Okay. So. Haben wir eigentlich ein Versteck in der Garage? In der Garage habe ich jetzt nicht geguckt, aber auf jeden Fall hinten in dem rechten Schlafzimmer haben wir ein gutes Versteck. Okay, das Sparabolzen hätten wir drüber bringen, ja, ne? Welche Tür war das? Ich glaube, die Tür. Wo ist das EMF? Ah, da. Ah, hoffentlich zählt das, ja. Das war eine andere Tür. Das war die hier? Ja, die hier. Okay. Und noch ein Salz und dann haben wir das. Okay. Dip. Licht. Also, Versteck kannst du hier in dem rechten Schlafzimmer hier hinten einfach aufbauen. Das ist okay. So, wir müssen jetzt nachher nur noch die Sanity drainen. So, das heißt, wir brauchen noch die Smarties, wir brauchen das Kozi und Sensoren da hinten in die Richtung hin, ne? Der hier ist ein bisschen redundant. Das Thermo liegt da im Raum. Kannst ja mal gucken, ob es runtergegangen ist. Es ist 8 plus. So, Kruzi sichert den Raum hier ab. Dann stellen wir... Hast du Fotos schon gemacht von den Footsteps? Die Fotos sind alle fertig. Noch eine Taschenlampe und auf jeden Fall noch eine Kamera, weil mit der Kamera können wir auch von draußen auf die Tür schauen. Ayura ist, glaube ich, durch das Buch eh schon raus. Aber so können wir vielleicht auch Orbis sehen, ne? Und man kann so den Geist auch was beobachten. Okay, dann nehmen wir diese Dots noch mit. Die sind zwar jetzt ein bisschen der Overkill für so einen kleinen Raum, aber ja. Overkill Dots. Dann können wir die hier vorne hin tun. So haben wir alles doppelt und dreifach gedottet. Okay. Tür, okay. Verteilen wir hier noch Salz. Einfach nur um den was zu ärgern. Zack. Achso, das war's schon. Wupp. Zack, zack, zack. Ist alles schon verteilt. Okay. Brauchen noch ein paar Beweise. Das wäre schön. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Wir haben den Meer, den Sprit, Petergeist. Okay, hat gerade was geworfen. Dirty Water. Dreier EMF. Okay. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Also, wenn ihr das seht, er steht im Sensor neben euch und antwortet auf die T3 Spirit Box zum Verrecken nicht. Könnt ihr die ausstreichen? Ich sehe so viele Leute, die sagen, oh, ihr müsst auf ein Ghost-Event warten oder ihr müsst warten, dass er was wirft. Nein! Benutzt einfach den Sensor. So easy ist es. Hier, das Salz hier kannst du noch hier um den Geisterraum drumherum verteilen, wenn du willst. So. Boah, sind die Dots laut, ey! Ich würde auch mal hier sagen... Okay, der ist ein paar Mal jetzt rausgewürmt, ne? Aber ich würde mal sagen, kein Gefrier. Haben wir überhaupt einen Stalker? Nö, haben wir nicht. Ich glaube, das ist vielleicht ein Shade, aber er ist ja hier im Raum, ne? Gorio ist raus.
Ich habe auch keinen einzigen Dotz, ne? Ich glaube, wir haben einen Schild oder so, weil das ist nur ein Lahmarsch. Das Komische ist eben, der ist, die Temperatur geht nicht runter und er ist ja die ganze Zeit hier im Raum. Deshalb müsste eigentlich hier im Raum die Temperatur auch runtergehen. Ja, das habe ich auch schon gemerkt, ja. Weil ein Shade hätte Gefriertemperaturen. Deshalb wundert mich das. Oder es dauert einfach nur lang, bis es runtergeht. Weil der ist ja hier die ganze Zeit beim... Oh, Dots, Dots, Dots. Hey. Wir haben Faye. Ich tue den gerade altern lassen. Haha, scheiße. Der hätte Orbs, ne? Okay, wo sind denn dann deine Orbs, wenn du ein Faye bist? Und warum kommen deine Dots so spät? Ein Faye müsste ein Orb haben. Wo ist dein Orb? Das war was, was geflogen ist. Du müsstest ein Orb haben, Freund. Wo ist dein Orb? Hast du Feuer? Ja, aber... Ah, jetzt sehe ich, glaube ich, den Orb, oder? Ah, ich bin nicht sicher, ob ich ihn gesehen habe. Oh, da ist wieder der Dotz gewesen hinter dir gerade. Das ist sehr komisch. Also Dots, ich sehe keinen Orb. Wir müssen einen Orb haben, wenn das ein Fay ist. Schnapp dir mal eine Kamera. Nimm dir mal da die Fotokamera, wenn jetzt... Ja, scheiße, zu spät. Wenn jetzt gleich nochmal ein Dots kommt, dann mach ein Foto davon. Dann hast du nämlich, zählt auch als 3-Sterne-Geister-Foto, weißt du? Scheiße, ich hab's gerade verpasst. Die war gerade hier vorne. Warte einfach mal, dass sie nochmal den Dots gibt. Sie ist gerade da in der Ecke. Jetzt ist sie hier vorne. Na komm, gib uns den Dots. Na komm, show yourself. Show us. Are you here? Show us. Übrigens, das ist ein Fail. Wir lassen die gerade total altern, ne? Also, die wird nachher gar nicht mehr richtig handeln wollen. Besser ist das. Dann können wir in Ruhe die Sanity runter, Dwayne. Ja, jetzt steht sie da. Ich hoffe, sie macht jetzt gleich den Dot-State. Komm schon. War nur die Tür, aber ich stehe da drin mit meinem Brötchen, deshalb kann die sich nicht bewegen. Na komm, mach den Dots. Mach den Dots-Tanz. Komm, den Dots-Tanz. Hopp, 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 Dotsi-Tanz. Ach man, sie hat es doch vorhin so oft gemacht und jetzt, es ist ein Fane. Fane macht das eh noch öfter als jetzt andere Geister. Mein Gott, diese Dots sind aber auch laut hier. Aber wir brauchen die ja gerade. Ich weiß genau, wenn ich jetzt kurz im Journal was nachgucke, macht sie den Dots, weißt du, und ich verpasse es. Du kannst die Tür nicht bewegen, ich stehe dazwischen, vergiss es. Die altert übrigens gerade wahrscheinlich total, weil wir die ganze Zeit hier abhängen. Show yourself, give us a sign, show yourself. Jetzt ist sie wieder hier vorne. Wo läufst du denn hin? Scheiße, die ist da hinten durch das Salz. Wie geht das denn? Jetzt steht sie da in der Ecke. Jetzt ist sie hier vorne. Na komm, gib uns den Dots. Das ist immer dieser Vorführeffekt, ne? Wenn man das jetzt mal haben will. Ach komm, sie hat es doch gerade eben so oft gemacht. Ach, das ist gemein. Sie hat das doch gerade eben so oft gemacht mit den Dots. Jetzt macht sie es gar nicht mehr. Ach, guck mal da, sie gibt dir Zahnpasta. Sie hat gerade Zahnpasta nach dir geworfen. Die Jochen wäre noch möglich. Aber der hat die Spirit Box. Oh, stur. Das muss ein Orb sein. Ja, gerade eben hat sie es doch 2-3 Mal hintereinander gemacht und jetzt macht sie es gar nicht mehr. Ich bin ja jetzt schon extra rausgegangen, weil ich denke, vielleicht ist sie ja schüchtern, aber jetzt auf einmal gar nicht mehr. Ich glaube, sie ist schon zu alt. Ich smatsch sie mal. Vielleicht macht sie es ja jetzt eher. Mal gucken. Vielleicht erhöht das ja Aktivität jetzt. Ich weiß ja nicht, ob Dots auch zu Interaktionen noch zählen. Das haben sie früher, aber jetzt sind das ja keine Interaktionen mehr. Aber vielleicht... Man kann es ja versuchen.
Na los, Geist, komm schon. Dots Camping. Wir machen Dots Camping. Ich sollte meine Hand zumindest an der Maus lassen. Hui, hui, da fliegen die Items wieder. Beobachte es mal. Ich wette mit dir, wenn ich jetzt einen Smudge-Stick holen gehe, macht sie bestimmt die Dots, während ich gerade weg bin. Was für ein Wurf. Ich hab sie! Ja! Cool. Jetzt kann ich meinen Dings holen. Die war genau vor dir am Krabbeln gewesen. Was ist der Krabbel, Guys? Ja, ja, sie war unten am Krabbeln gewesen. Okay. Foto ist erledigt. Ja, bleib da einfach mal stehen und guck mal. Vielleicht macht sie es ja gleich wieder. Ich gehe mal ganz kurz... Ja, jetzt schmeißt du schon wieder Zahnpasta. Ich gehe mal ganz schnell nach der Sanity schauen. Bleib auf dem Kruzi hier auf jeden Fall sitzen, ne? Weil wir haben noch die 25% Aufgabe. Aber bei einem gealterten Fay wird das eh dauern. Mal gucken, ob dieses Foto gezählt hat. Ich glaube, ich war bei 8 oder sowas. Jetzt müsste ich ja dann bei 9 sein. Oder war ich bei 7? Ich weiß es gar nicht genau. Ich habe da gar nicht so mitgezählt. Aber sie ist noch schon sehr aktiv, ne? Aber guck mal, wir sind schon unter 40. Also, die unten hätte schon gehuntet. 8. Okay, das zählt also auch. Gut. Ja, wir sind bei 30%. Das ist auf jeden Fall ein Fay. Das heißt, wir können uns jetzt einfach in einen dunklen Raum hocken, bis wir auf 25 runter sind. Kruzifix brauchen wir oder nicht? Oh shit, wir brauchen das Kruzifix. Ja, das heißt, wir müssen warten, bis wir auf 15 runter sind. Okay, das wird was dauern. Bis gleich. Versuch zu handeln. Das heißt, wir haben alle Aufgaben erledigt hier. Also wenn du willst, entweder kannst du noch versuchen, das Foto zu machen oder wir fahren, weil wir haben alles. Haben wir sie doch nicht maximal altern lassen, ja? Ja, warte mal einen Moment. Ich habe sie gerade extra gesmudged, so haben wir noch was Zeit. Ja, sie versucht noch gerade dieses Foto zu kriegen. Ich versuche mal mitzugucken. Das war ich gerade hier, den Sensor der Rechte, das war ich. Die steht da vorne. Jetzt ist sie da hinten. Also muss auch auf die Sensoren achten, weil da kannst du dann immer drauf zielen, dann siehst du ja, wo sie herkommt. Wisst ihr was, ich nehme einfach mal Sanity. Dann wird sie auch nicht so schnell an. So. Also bis gleich. Da war sie. Hast du gemacht? Sie hat gerade den Dots gemacht. Doch, sie war hier an der Badewanne und ist hier in die Richtung. Ich bleib mal hier drinnen stehen, weil die laufen ja immer zu einem Spieler. Vielleicht siehst du es ja so. Der war mal kurz. Ich muss mal das Licht anmachen, damit die Sanity nicht runtergeht. Wo läuft sie denn jetzt wieder hin? Du musst genau aufpassen und sofort schießen, wenn du irgendeine Bewegung in den Dot siehst. Also bis gleich. Ich hoffe, es klappt. Okay, sie hat es gerade gemacht. Das war wieder mal sehr, sehr kurz. Die Dots sind zum Teil sehr kurz. Sie ist aber in ihre Richtung gelaufen. Hat auch lange gedauert, du. Mein Gott. Ja, weil die zählen auch als Geisterfotos, die Dots, weißt du? Die kannst du ja dann für diese Weekly da nehmen mit den Geisterfotos. Also ich habe da jetzt 8 von 15, diese 3 Sterne Geisterfotos. Ja, das ist schön. Ja, cool, dann hast du sie erwischt. Perfekt. Okay, dann trag Faye ein und dann fahren wir. Hab ich schon drin. Warte mal, nochmal kurz zur Sicherheit. Wir müssten einen Orb haben. Aber wo ist der Orb von diesem Faye? Siehst du da drin den Orb? Oder bin ich total blind? Ah, da ist er, ich sehe ihn. Okay, ganz minimal. Echt? Ja, ganz minimal ist er gerade vorbeigeflogen. Ja, okay, 100% ein Fail, dann, ja, ich sehe ihn. Von der Mitte nach rechts. Ja, ja, ja. Ja, nach rechts. Nach rechts ja, der ist so nach rechts geflogen.
Okay. Gegengesetzt von den Dots. Ja, genau. Krass. Okay, ja, dann Abfahrt. Okay, wir haben jetzt keinen Spiritbox-Geist gehabt, aber ist ja okay. Jetzt haben wir eben, ich glaube, ein 4,33-fach ist das, ne? Ja, 4,33. Oh, den Thay, der ist neu jetzt für mich. Ja, ich weiß, sorry, es gab jetzt keinen Hand, war vielleicht was langweilig für euch. Tut mir wirklich leid, aber wir wollten ja die Dailies machen. Und ich wollte, dass die endlich mal Geisterfotos bekommt und mit den Dots kann man es ja nutzen. Seht mal, wie wenig Geld das ist. Also, wie können manche Leute nur so die ganze Zeit spielen? Hier auf Nightmare und sowas. Also, ich bin das so gewohnt mit meinen Nullbeweisen, ey. Ich weiß einfach nicht. Okay, diese Nullbeweisdurchläufe, die wir auch immer machen, sind auch manchmal sehr, sehr, sehr aufwendig. Und schwierig, aber ja. 12-mal die Fähigkeit benutzt. Ach so, ja. 12-mal gealtert. Wir haben sie also maximal altern lassen. Ja. Also, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.